Ja, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Zweitliga-Punktspiel, erste Aktion in Berlin gegen den FC Hansa Rostock. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion der alten Fürsterei von 18.300 Zuschauern. 5:4 für den ersten FC in Berlin bei uns in der Pressekonferenz. Die Trainer der beiden Mannschaften von FC Hansa Rostock, Wolfgang Wolf und von der ersten FC in Berlin. Diese Neuhaus. Der Gästetrainer, ich will fast sagen, muss beginnen. Was bestimmt heute nicht ganz leicht ist, denn mit dem Ergebnis steht sportlich der Abstieg für den FC Hansa fest nach einem Spiel, was wahrscheinlich eines der wildesten Zweitligaspiele der gesamten Saison war. Ganz schnell 2-0 in Führung gegangen und eigentlich alles auf dem Weg und am Ende doch unterlegen. Wolfgang Wolf, wie sieht es denn Ihnen aus jetzt? Ja, mir fällt natürlich in der Tat es schwer, heute das Spiel zu kommentieren, aber ich denke, wir haben uns auf den Gegner gut vorbereitet und wollten hier couragiert auftreten, wollten versuchen, das gefährliche Unionsspiel zu unterbinden. Sind natürlich für unsere Verhältnisse sehr schnell in Führung gegangen, das hat man uns vielleicht nicht zugetraut und haben aber dann zu leichtfertig die Tore hergeschenkt und haben eigentlich das Unionsspiel über die gesamte Spielzeit, die das Offensivspiel nicht in den Griff bekommen. Aber ich denke, umgekehrt war das genauso. Und, uns hat dann am Schluss die Cleverness gefehlt und die klaren Torschancen, die wir hatten mit Münchner und meine Stärke, noch um zumindest zum 5-5. Und das wäre vielleicht für uns das gerechte Ergebnis gewesen. Und kann trotzdem, obwohl wir abgestiegen sind, der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Wir hatten unter schwierigen Bedingungen alles abgerufen, wenn das auch der eine oder andere nicht glaubt. Sie haben alles probiert, und es ist doch logisch, dass Union, wenn sie ein Tor machen, dann wieder in den Tritt kommen und wir dann Angst haben vor Fehlern und dann machst du Fehler, dann gehst du nicht in die Zweikämpfe rein und dann spielen die Unioner sich frei, machen das eigentlich sehr gut und trotzdem sind wir nicht immer wieder zurückgekommen und trotzdem spielen wir das Spiel heute, seitdem ich da bin, die Saison wieder, dass wir nie aufgeben, aber im entscheidenden Moment das nicht umsetzen können. Die Tore, die Chancen, die wir rausspielen, auch in Tore umzumünzen. Das tut mir unglaublich leid für Hansa. Das tut tierisch weh, der Abstieg heute, obwohl der Abstieg nicht heute besiegelt wurde. Das waren viele Spiele, die ähnlich abgelaufen waren. Und, es tut halt in dem Sinne weh, weil uns unsere Mitkonkurrenten den Gefallen getan hätten mit dem Sieg oder mit dem Unentschieden, wären wir noch im Rennen gewesen. So sind wir abgestiegen und das muss man erstmal sacken lassen. Glückwunsch an Union, eine starke spielerische Leistung. Ja, aber ich denke, wir haben dem nichts nachgestanden. Vielen Dank, Wolfgang Wolf. Uwe Neuhaus, Platz 7 gesichert, bestes Team der neuen Länder auch. Man hat gesehen, dass die Mannschaft bis zum Schluss genau darum auch gefeitet hat, all das heute klar zu machen. So wie angekündigt von Wettbewerbsverzerrung oder Unterstützung des Gegners keine Spur. Da kann man zu Recht stolz sein, wie auch in dieser Saison. Ja, absolut. Heute ein total verrücktes Spiel. Bevor wir überhaupt angefangen haben, stand schon 2-0 für Hansa, die sehr, sehr gut angefangen haben, sich in der Tat gut eingestellt haben. Überfallartigen Kontern zwischendurch auch mal Pressing unsere Mannschaft immer wieder beeindruckt haben. Und dann haben wir so langsam ins Spiel gefunden, sind dann in Führung gegangen. Oder noch zweimal in Führung gegangen, mussten zweimal den Ausgleich auch wieder hinnehmen. Und dann haben wir letztendlich das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt, das sich auch im Tabellenstand dann oder in so einer Situation auch widerspiegelt. Das war da heute ein absolutes Kompliment machen. Wir haben bis zur letzten Sekunde alle gefightet, haben alles gegeben, um vielleicht doch nur das Unmögliche möglich zu machen. Das sollte nicht sein. Wünsche mir natürlich schon, oder ich würde ganz ehrlich Daumen sehen. Ja, recht schnell wieder die zweite Liga erreichen. Das war natürlich ein trauriger Tag. Wir sind froh, dass wir auch heute nochmal eine Leistung abrufen konnten, mit der wir alle Zuschauer dann auch zufriedenstellen konnten. Ich glaube, das war zum Abschluss der Heimserie ein richtig tolles Spiel, interessantes Spiel. Vielleicht hat es die Mannschaft auch nur gemacht, um die Sponsoren nochmal viel öfter ins Fernsehen zu bringen. Also jedes Mal bei jedem Tor wurde auch umgeschaltet, ist ja auch klar. Von daher war es sehr, sehr schlau, aber ich bin zufrieden. Wir haben 35 Heimpunkte geholt. Das ist eine tolle Ausbeute. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir vielleicht in der nächsten Saison auswärts uns auch stabilisieren. Wenn man die Gegentore nimmt, die wir kassiert haben, das ist auch heute, was der Wolfgang auch gerade sagte,
Abziele der gesamten Saison. Eigentlich kannst du nicht immer so viele Tore erzielen, wie du hinten bekommst. Und da müssen wir sicherlich den Hebel nächstes Jahr auch ansetzen, dass wir eben schon wieder stehen und nach vorne weiter unser gutes Offensivspiel mehr perfektionieren. Schönen Dank. Dankeschön, Uwe Neuhaus. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Das ist der Fall sein sollte, bitte mal kurz ein Handzeichen. Reichen das Mikrofon gerne zu. Sieht nicht so aus. Dann war es das schon. Dann vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz. Unseren Gästen, ja, alles Gute, einen guten Heimweg natürlich. Viel Glück für das, was noch ansteht. Besonders nach Saisonende in der Stadt Rostock. Und dann sehen wir uns hoffentlich hier. Dankeschön. Ja, wir sind auch, ja.